für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Minister Schmidt, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, im ernährungspolitischen Bericht, der heute hier vorgestellt wurde, geht es um Grundlagen, Ziele, um Maßnahmen im Bereich der Ernährungspolitik und Verbraucherschutz. Und damit geht es um wichtige Themen, die uns alle etwas angehen. Wir reden von Ernährungssicherung, Lebensmittelsicherheit, Schutz der Verbraucher vor Irreführung, Nachhaltigkeit im Konsum, Ernährungsbildung und Information und von Ernährungsprävention. Ich bin Hauswirtschaftsleiterin, habe selber jahrelang junge Menschen bei uns auf dem Betrieb ausgebildet und weiß deshalb aus eigener Erfahrung, dass all diese Themen manchmal recht zäh zu vermitteln sind. Ernährungsbildung, Umgang mit Nahrungsmitteln, Vermeidung von Nahrungsmittelverschwendung sind nicht unbedingt hippe Themen unter jungen Menschen. Aber mir ist bewusst, dass es schwer ist, sich ohne eine gewisse Grundbildung gesund und ausgewogen zu ernähren. Gerade heute, in Zeiten des absoluten Überflusses, wo wir alle möglichen Produkte in schier unendlicher Vielfalt in den Regalen der Einkaufsmärkte vorfinden. Nicht nur Grundnahrungsmittel, sondern vielfach vorgefertigte Teil- oder Full-Convenience-Produkte erschweren den Durchblick, was gesund ist. Was brauche ich wirklich? Welche Zusatzstoffe will ich nicht essen? Oder welche vertrage ich gesundheitlich nicht? Mir reicht es nicht, zum Beispiel durch eine simple Ampelkennzeichnung den Menschen zu sagen, dieses Lebensmittel hat viel Zucker, jenes hat viel Fett und das andere hat viel Kohlenhydrate. Ich weiß, dass der Austausch von Zucker durch Zuckerersatzstoffe auch nicht die bessere, gesündere Variante ist. Wir möchten, dass die Menschen wieder ein solides Basiswissen haben, wieder lernen, wie viel sie wovon brauchen, was gut für sie ist. Wir wollen, dass die Menschen nicht dumm gehalten werden, sondern bewusst auf der Basis von Wissen ihre Kaufentscheidungen treffen können und nicht durch staatliche Bevormundungen gelenkt werden. Ich erinnere noch mal an Veggie Day, Smileys, über Ampeln habe ich schon was gesagt. Und wer dann unbedingt Analogkäse essen will, soll es tun, aber er muss es dann auch bewusst tun. Ich freue mich sehr, dass unser Minister diese Problematik auf die Tagesordnung gesetzt hat und viele Mosaiksteine auf den Weg gebracht hat, die Ernährungsbildung, Ernährungswissen im Fokus haben und erkannt hat, dass es unumgänglich ist, dieses Wissen wieder in die Köpfe der Menschen zu pflanzen. Nur wer Grundkenntnisse hat, kann eine Wahl treffen, kann daraufhin entscheiden, ob er sich omnivor, vegetarisch, vegan oder sonst wie ernähren will. Dazu gehört dann aber auch, dass er sich auf Verpackungsangaben verlassen kann. Nehmen wir einmal das Beispiel vegane Ernährung. Es kam hier schon mehrmals. Hier muss man sich mit vielen Dingen auseinandersetzen, muss Nährstoffe kennen, muss wissen, was der Körper braucht und welche Bausteine nicht in vorhandenen Lebensmitteln vorhanden sind, in veganen Lebensmitteln vorhanden sind. Vor allem muss man aber auch wissen, wie diese Ernährungsweise ergänzt werden muss, um auch wirklich gesund zu sein. Auf der anderen Seite muss ein Veganer sich aber auch darauf verlassen können, dass vegane Produkte frei sind von tierischen Elementen. Tatsächlich aber enthalten viele, viel zu viel als vegan beworbene Produkte, Inhaltsstoffe tierischer Herkunft, die nicht ausgewiesen werden müssen. Die Bundesregierung, unser Minister, hat diesbezüglich gehandelt und sich für eine europaweit einheitliche Definition von vegan und vegetarisch eingesetzt. Schon in der seit Dezember 2014 gültigen Lebensmittelinformationsverordnung ist in Artikel 36 vorgesehen, dass die Europäische Kommission eine einheitliche Definition für Informationen über die Eignung eines Lebensmittels für Vegetarier und Veganer erlässt. Diesem Bedarf ist aber die Kommission bis heute nicht nachgekommen. Die Bezeichnung vegan ist lebensmittelrechtlich nicht definiert und nicht geschützt. Die Kontrollen sind zudem viel zu wenig transparent, und das muss sich ändern. Unserer Meinung nach geht es aber auch noch weiter. Ich komme zu dem netten Thema. Wann ist eine Wurst eine Wurst? Wann ist ein Schnitzel? Das alleine ist schon nicht geklärt. Der Verbraucher muss doch erkennen können, was er isst. Ist es wirklich Fleisch oder ist es ein fleischfreies Produkt? Es muss drin sein, was draufsteht, und es muss draufstehen, was drin ist. Unser Ziel muss es sein, den Verbraucher vor Täuschungen zu bewahren und die Qualität der Produkte zu schützen. Wir fordern daher Klarheit und Wahrheit für Hersteller und Verbraucher. Und liebe Kollegen der Grünen, Sie fordern sonst auch immer vehement in diesem Bereich. Aber im Bereich vegan ist Ihnen das plötzlich ziemlich egal. Ich finde das sehr unkonsequent. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein ganz kurzer Abriss eines wirklich großen Themenkomplexes, der aber hoffentlich zeigt, dass das Thema Lebensmittelkennzeichnung ein essentieller Baustein für bewusste Verbraucherentscheidungen ist. Inzwischen ist bewiesen, dass adipöse Eltern bzw. Mütter mit hoher Wahrscheinlichkeit adipöse Kinder zur Welt bringen.
dass fehlernährte Mütter irreparable Schäden an ihren Kindern provozieren. Deshalb ist es wichtig, dass wir den Fokus verstärkt auf Ernährungsbildung, auf Produktsicherheit und klare Kennzeichnung legen. Diese Regierung hat das erkannt und handelt, hat hohe Ziele im Bereich Ernährungspolitik und Verbraucherschutz auf den Weg gebracht und geht diesen Weg konsequent weiter. Und ein Satz, obwohl meine Zeit abgelaufen ist. Sie tun immer so, als wenn unsere Nahrungsmittel uns vergiften würden. Liebe Kollegen der Opposition, wir haben die sichersten, besten Nahrungsmittel, die es gibt. Und liebe Bürgerinnen und Bürger, lassen Sie sich nicht, dass Ihr genussvolles Weihnachten nicht durch politische Polemik verderben. Genießen Sie das Weihnachtsfest, genießen Sie das Essen, das ist so. Sie tun immer, als wenn unsere Nahrungsmittel schlecht sind. Wir haben super Nahrungsmittel. Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest. Letzte Rednerin zu